Mensch, Andreas, du bist schon da. Das ist ja geil. Grüß dich. Ja. Hi, na? Hallo, grüß dich. Voll gut. Und hat der alte Hopfenmeister sich in meine Küche begeben? Ja, ja, ich war ein bisschen früher dran und wollte mal schauen, was du so heute okay. alles machst. Und nee, freut mich heute hier sein zu dürfen. Cool. Und dem Hopfen geht's gut? Dem geht's gut. Trotz Wetter. Trotz Wetter, ja, es gibt genug zu tun, immer ja. bei jeder Jahreszeit. Aber im Moment haben wir ein bisschen mehr Zeit für gerade solche Dinge hier. Okay, voll geil. Ja, es ist ja auch, also wir haben jetzt tatsächlich mal schon was uns so ein bisschen weihnachtlich einstimmen soll. Mhm. Nämlich einen Kaiserschmarrn machen wir. Aber nicht etwa mit Milch, sondern mit dem coolen Winterbock hier. Da du ja auch Biersommelier bist für Bitburger, ne? Dann kannst du bestimmt sagen, was hieran besonders ist, außer dass viel mehr Alkohol drin ist. Ja, es ist also ein ganz toller Biertyp, eben ein Bockbier, heller Bock. Und Besonderheit bei diesem Bier ist eben bei minus 2 Grad gereift. Wir haben ja ganz viele Biertypen, also von okay. Kölsch, Altbier, Pilz, Weizen. Und der helle Bock ist eben ein sehr starkes Bier, also mit sehr viel Stammwürze eingebraut. Also Stammwürze ist quasi der Zuckergehalt, bevor okay. ich eben die Hefe dazu gebe. Das ist eben so ein Wert, wie ich das messen kann. Hm? Und ein Starkbier, klassisch eben. Dadurch kommt dann eben bei der Vergärung auch diese 7%. Okay, das heißt, also ich kann mir vorstellen, ein Bier mit viel Stammwürze heißt, wird auch ganz schön viel Alkohol haben. Kann es haben, genau, ja. weil die Stammwürze ist ja der Zuckergehalt, der mögliche, der eben von der Hefe dann in Alkohol, Gärungsprodukte, in Kohlensäure letztendlich umgewandelt werden kann. Und ist ganz klar, wir teilen ja ein in Schankbiere, Einfachbiere, Vollbiere und Starkbiere. Das hat sowas mit der Steuer zu tun, wie das klassifiziert ist. Und eben dieser Biertyp gehört eben zu den Starkbieren. Und Malzsüße, die wunderbar sich in ein wunderbares Gesamtkomplex von so einem okay. Bockbier ergibt. Aber das werden wir mit Sicherheit nachher noch spüren. Ja, voll geil. Also ich habe mir überlegt, dass wir jetzt wirklich einen Kaiserschmarrn machen, weil ich habe das tatsächlich mal zu so was Süßem getrunken. Mhm. Fand das total lecker. Also ja. wenn du dann den Kaiserschmarrn dazu immer ein Stück Bier trinkst, das ist wirklich total lecker. Also das passt total ja. gut, finde ich. Also hast du absolut recht. Wir dürfen in der Gastronomie einfach, oder müssen wir noch mehr machen, dass wir mit Bier spielen. Also nicht nur Bier im Hauptgang, sondern bei der Vorspeise, bei einer schönen Suppe, beim Salat oder eben auch beim Dessert. Wer wird normalerweise beim Dessert ein Bier bestellen? Und da haben wir so viele Möglichkeiten, eben mit solchen tollen Sonderbieren. Das geht ja. Dann legen wir einfach mal los. Hier machen wir den Kaiserschmarrn drin und hier würden wir erstmal, ich finde immer was Fruchtiges darf zu so einem Kaiserschmarrn dabei sein. Mhm. Und da machen wir jetzt einfach mal eine Bärengrütze, oder? Ja, gerne. Also ich habe tiefgefrorene Beeren, die habe ich noch im Tiefkühler. Mhm. Das ist nämlich wichtig, dass die tiefgefroren sind. Das ist eigentlich wirklich eine ganz schnelle Nummer. Wir würden jetzt hier einfach nur ein bisschen Zucker karamellisieren. Ja. Dazu muss der Kopf ein bisschen heißer werden. So. Und der wird dann braun und es wird dann, ich habe hier einen Schluck, ausnahmsweise einen Schluck Rotwein, aber nur einen Schluck, keine Sorge. Ja, also ja, ich bin lecker. Noch dabei. Ich bin noch dabei. Ich wollte einfach mal einen Schluck Rotwein in eine Biersendung schmuggeln. Das ist, das geht auch. Wir dürfen ja keine Angst vor Wechseltrinkern haben. Nee, genau, also es gibt genau. zu jeder Gelegenheit das passende Getränk. Das Schönste an der Weinprobe ist immer das Bier danach, das ja. ist ja auch richtig. Guck mal, da fängt schon an. So zu karamellisieren. Ich würde sagen, also das sind jetzt schön. Ungefähr 50 Gramm Zucker, 60 Gramm ungefähr. Ich glaube, das ist eine ganz gute Menge. Wenn es einem Zucker rausnehmen, nachher ist doof, lieber nachher nochmal Zucker nachmachen. Es ist das Zucker, der schon ein bisschen braun ist. Hat das eine Besonderheit? Ja, das ist ein Rohrzucker einfach. Ich würde einfach einen Bio-Rohrzucker verwenden. Und gucken wir, jetzt wird es braun und gleich müssen wir mit einem Schluck Rotwein ablöschen. Und dann müssen wir uns, also ich habe jetzt so 500 Gramm tiefgekühlte Beeren und dann können wir so ungefähr auf die 500 Gramm, vielleicht 300 Gramm Flüssigkeit, so ungefähr. Ne? Das hier sind 0,3, das ist auch nochmal ein Schluck, also so 250 Milliliter. Das ist auch Rotwein? Das ist schwarzer Johannisbeersaft, okay. also Fruchtsaft. Ne? So, guck mal, jetzt wird es ja schon schön braun, ist es? So. Und jetzt, Achtung. Geil aus, ne? Wie das oh, so das sieht super aus. Das ist kommt schön hoch. Ja. Und da ist noch ein bisschen von dem Saft dazu. Ich denke mal, das ist so die Menge, die wir nehmen können. Und das
darf jetzt nämlich erstmal, der Zucker muss sich auflösen, das muss ein bisschen kochen und ich habe hier so ein paar Aromaten vorbereitet. Und zwar ein bisschen eine halbe Vanillestange mit dem Vanillemark, das habe ich schon rausgekratzt auf dieser Zimtstange. Dann Abrieb von der Zitrone. Oh, lecker. Sternanis, noch ein Sternanis. Und eine kleine Prise Salz darf auch ran. So, und jetzt darf das erstmal passieren. Wir können jetzt in dieser Zeit können wir schon mal, in der das hier kocht, den Zuckerguss machen. Wir machen ja einfach einen Zuckerguss auf. Also Puderzucker können wir auch noch rüber machen, aber Zuckerguss. Dann können wir tatsächlich ein paar Tröpfchen von dem Winterbock nehmen. So, hier brauchen wir. Machst du mal aufmachen? So. Hast du ein Messer? Kannst du, ne? Ja, hervorragend. So. Und zwar, da dürfen wirklich nur ganz wenig Tropfen rein. Also das wird sonst total flüssig. Also wirklich nur minimal. Ja, gib mal noch ein paar Tropfen. Okay. Ja, mach mal, das reicht schon. Guck mal, das ist echt ganz schön flüssig. Wir haben jetzt nur ganz, ganz wenig Flüssigkeit da drin. So ein Puderzucker nimmt unheimlich viel auf. Und der soll jetzt zähflüssig sein nachher. Machen wir vielleicht einfach noch ein kleines bisschen Puderzucker dazu und dann müsste das passen. Also alternativ, wenn man jetzt kein Bier benutzt hätte, was hat man jetzt da benutzt? Also was halt lecker ist, ist Zitronensaft. Ne? Mhm. Also und dann schmeckt das so ein bisschen säuerlich. Oder du nimmst halt einfach nur Wasser. Also das geht ja darum, dass du einen flüssigen Zucker hast. Und wenn wir das Bier gerade haben und sowieso nur 0,3 brauchen und nicht 0,33 für das Rezept, haben wir da noch ein paar Tropfen übrig. Dann nehmen wir die halt. Wenn wir ja schon mit Bier kochen, dann vernünftig. So, guck mal. Und damit können wir nachher so auf unseren Kaiserschmarrn geben. Eigentlich könnten wir ja auch Hopfenmeisterschmarrn nennen. Das könnte man auch so, ja. Oder? Genau. Also was, Kaiser. Was, ja, der, was für ein Schmarrn redet der wieder. Ja, so. Guck mal, das hat sich eigentlich alles ganz gut aufgelöst. Jetzt nehmen wir einfach mal die Aromaten raus. Die haben jetzt ihren Job gemacht. Ja. Ups. Die brauchen wir nicht mehr. Und jetzt muss ich mal aufkochen. Ich habe hier einfach nur Stärke, angerührte Stärke. Mhm. Also so ganz normale Speisestärke. Und wenn wir jetzt nämlich diesen Fond, da ist noch was drin, geht ja gar nicht. Wenn wir jetzt den Fond nämlich einfach ein bisschen abgebunden haben, dann können da die kalten Früchte rein und dann haben wir die Kruste fertig. Also das ist ein ganz, ganz schnelles Gericht. Was ich ja auch immer wichtig finde, man braucht ja auch Zeit, um Bier zu trinken. Genau. Genau. So, koch jetzt hoch hier. Aber das ist eben auch, wenn man gut kochen und richtig kochen will, braucht man Zeit. Oder? Das ja, also in der Profi-Gastronomie hast du oft die Zeit gar nicht, da bist du halt am Durchbruch. Mhm. Aber das ist auch was anderes. Also wenn du jetzt zu Hause bist, da ist es ja auch entspannt. Also da willst du dir auch die Zeit nehmen. Ne? Ja. Klar braucht alles Zeit, aber es gibt halt auch Sachen, wo du schnell sein musst. Wenn wir jetzt eine Zeit gelassen hätten beim Karamellisieren, mit dem Ablöschen, hätten wir schwarzen Karamell gehabt. Ne? Also gar kein Karamell mehr sozusagen. Wer kocht denn bei euch zu Hause? Ja, darfst du das jetzt sagen? Oder? Also manchmal kochen wir auch gar nicht. Dann machen wir so Brot, wenn wir zu faul sind oder so. Das gibt es natürlich auch. Aber so. Jetzt müssen wir natürlich noch so ein bisschen dran denken, dass die Früchte auch nochmal eine Flüssigkeit abgeben. Das heißt, es darf jetzt nicht zu dick werden, aber schon vernünftig abgebunden. Ich glaube, so sieht das ganz gut aus. Ich hole mal die Früchte. Ich habe mal gerade weitergerührt, damit es nicht anbrennt. Super. Ich hole sie mal rein. Ne? So. Und rein, jetzt einmal kurz umrühren. Und dann ist es schon fertig. Also das Schöne ist nämlich, dass die Früchte jetzt fest sind. Das heißt, man muss sie quasi nur kurz einrühren und dann ist die Grütze fertig. Sie ist kalt und fertig und kann sofort aufgegessen werden, eigentlich. Oh, super. Aber wenn du nämlich vorher aufgetaut hast und dann einrührst, dann gehen sie ganz viel kaputt. Mhm. Und so kann das nicht passieren. So hast du die ganzen Früchte unbeschadet da drin. Und es ging halt schnell. Es war heute auf.
So, das stellen wir beiseite. Jetzt machen wir uns an den Kaiserschmarrn. Dazu magst du dazu Eiklar aufschlagen? Ja, gerne. So, nehmen wir die Schüssel hier und da brauchen wir 3 von und wir brauchen auf der Seite 3 Eidotter. Ich mach das mal, wenn du nichts dagegen hast. Im Eiklar ist immer wichtig, dass da weder Fett noch Eigelb beim Eiweiß dabei ist, weil du es dann nicht mehr steif kriegst. Das Gute ist, dass die Eier kalt waren und dass sie frisch waren. Deswegen ist nämlich das Eidotter noch recht stabil. Mhm. Also wenn du jetzt wärmere nicht mehr ganz so frische Eier hast, dann gehen die Eidotter, das merkst du, weißt du, wenn du so ein älteres Ei in das Spiegelei machst, geht immer das Eigelb kaputt. Genau. Und beim genau. frischen nicht. Genau. Soll ich jetzt schon umrühren? Nee, dann machen wir noch Zucker ran. Ah, okay. Und zwar 20 Gramm, das müsste so ungefähr ein Esslöffel sein. Hier ein Esslöffel und hier ein Esslöffel. Prise Salz. Und jetzt könntest du das schon aufschlagen. Und ich würde hier mal 300 Milliliter Bier reinmachen. Das machen wir gleich jetzt, wenn du aufgeschlagen hast. Genau. Das muss richtig fett aufgeschlagen sein. Ja, leider ist die Schnur nicht länger. Du kannst noch ein bisschen näher rankommen. Dann gehst du auf die Seite. Ist das schon steif? Schau mal nach. Zeig mal. Ja. Sehr traue ich mich nicht. Nicht, dass wir nochmal anfangen müssen. Okay. Dann. Schlage ich hier mal die Eierchen auf. Magst du mir mal so nach und nach das Bier da reinplempern? Aber lass immer noch so viel übrig. Mhm. Ja? Nicht ganz alles. Okay. So, gib ihm. Ein Schlückchen muss doch drin bleiben. So viel? Ja, oder einen kleinen kannst du noch geben, glaube ich. Ja. So, das muss jetzt auch nochmal ordentlich gib ihm. Jetzt als Pragmatiker, als Landwirt hätte ich jetzt Eiweiß und Eigelb nicht getrennt, sondern das hätte nicht funktioniert, oder? Du bist hier in schönen Stand drin, weißt du? So, das hier wollen wir auch schaumig aufschlagen. Erstens haben wir die Kohlensäure, die das noch unterstützt. Und zum anderen ist Eigelb ja auch Eiweiß drin, sogar mehr als im Eiweiß, wenn man es ganz genau nimmt. Also ist ja auch ein Eidotter. Und das Eiweiß, das kriegt man noch schön schaumig hin. Dann haben wir sehr, sehr viel, dann haben wir einen schönen luftigen Kaiserschmarrn nachher, weißt du? Was wir hier gleich machen, ist, dass ich habe da 200 Gramm Mehl abgemessen. Und die heben wir runter, dann heben wir den Eischmehl runter und kannst schon mal den Herd. Na, da ist er. Können wir schon mal warm werden lassen. Und ein bisschen beobachten. Da kommt gleich 40 Gramm Butter rein, das sind so 3 Würfel ungefähr. Und die sollen jetzt eigentlich nur zergehen. Die sollen jetzt nicht richtig heiß werden. Deswegen müssen wir mal auf die Temperatur achten. Und da kommt der gesamte Teig da rein. Und dann gucken wir, dass er unten ein bisschen Farbe nimmt. Und sobald er das Gefühl hat, schieben wir den bei 180 Grad so für 8 bis 10, vielleicht 12 Minuten, gucken wir uns gleich mal an, in den Ofen. Und dann sind wir schon fertig. Dann können wir ihn raus, dann zerfetzen wir ihn. Kaputt machen? Mhm. Kaputt machen kann ich ja gut. Ne? weißt du, was wir vergessen haben? Kannst du das mal weiter schlagen? Ja. Den Lebkuchen, Mensch, da wollen wir uns mal den Lebkuchen. Nehmen wir mit oder ohne Mandeln? Ohne, ne? Sieht den schön aus, ja. Mandeln. So, die schneide ich jetzt einfach mal in
Würfelchen. Soll ja auch ein bisschen weihnachtlich sein. So. So, das sieht doch gut aus. Das sieht auch gut aus, oder? Das ist doch recht schaumig. Das ist schon mal falsch. Können wir eigentlich, glaube ich, jetzt mal mit dem Mehl weitermachen. Kleinen Schneebesen. Hatte ich nicht eben noch einen? Magst du die Schüssel mal festhalten? Wir müssen jetzt gucken, dass wir zwar das einrühren glatt, aber nicht zu viel von dem Schaum rausrühren. Mhm. Man hätte es natürlich auch sieben können, das Mehl, aber irgendwie weigere ich mich immer, das zu machen. Ich bin immer so Quatsch, aber wahrscheinlich hat es Berechtigung. Jetzt heben wir den Eischnee unter. Also Kalorien werden heute nicht gerechnet, oder? Ich habe extra gefragt, hat gar keine Kalorien heute. Ich muss jetzt einmal möglichst so wenig wie möglich, sage ich so, handtreffen. Wie heiß haben wir die denn? Ja, sieht gut aus. Vielleicht machen wir die noch einen Ticken heißer. Ja, das sieht doch ganz gut aus. 40 Gramm Butter würde ich mal schätzen. Mhm. Vielleicht sind es auch ein bisschen mehr, aber Butter ist ja sehr lecker. Ja, ein guter Geschmacksträger. Oder? Ja, sieht doch ganz gut aus. Ist Kaiserschmarrn eigentlich immer süß oder kann man da auch eine deftige Variante? Also es gibt im Freiburger Raum, glaube ich, da nennt sich das, wird genauso gemacht, nur ohne Zucker oder mit wenig Zucker. Und dann nennt sich das Kratzerte. Und das isst man zum Beispiel gerne zu Spargel, wenn der Hollandaise oder so. Ah, okay. Und das finde ich wirklich ganz lecker, also dass das gibt. Aber das heißt ja nicht Kaiserschmarrn, aber das ist so vom Prinzip her, es ist das Gleiche. Gute Idee, das kann ich mal wieder machen. Ja. So, und jetzt machen wir den Teig hier rein. Okay. Und jetzt ein bisschen Farbe. Was wir jetzt machen ist, jetzt haben wir nämlich die Dinger und können die ja so ein bisschen einsacken. Ja, im Moment sieht es für mich so wie ein dicker Pfannkuchen aus. Ja, ist auch ein bisschen so, aber der ist halt sehr schaumig. Ne? Mhm. Eigentlich ist es ja auch ein dicker Pfannkuchen. Also ein dicker, luftiger Pfannkuchen. Was anderes ist es ja nicht. Ja. So, wenn man mal genau ist. Den man natürlich gar kaputt fetzt. Ne? Das ist das Schönste. Ja. Genau, rein damit. Aber der wird jetzt nicht gewendet, den lassen wir jetzt einfach. Nee, den wenden wir nicht. Nachher werde ich den vielleicht, also muss man gucken, ob ich den nachher mal wende. Das gucke ich mir nochmal an. So, und das. Ja. Man da schon was? Nee, der ist noch zu weich. Da kocht die Butter. Aber gefühlt, guck mal, auf alle Fälle brauchst du eine schöne Pfanne, die nicht haftet. Ne? Siehst du, also ich kann den ganzen Kuchen bewegen, der klebt da nicht dran. Und ich würde fast sagen, dass wir uns jetzt mal trauen, den jetzt. Jetzt müsste eigentlich so ein bisschen Farbe, naja, noch nicht ganz. Ach, riecht aber auch wieder wunderbar. Also es ist schade, dass es kein Geruchsfernsehen gibt. Lecker. Etche. Ich würde sagen, ab im Ofen damit, oder? Hm, gerne. So, ja, den haben wir im Ofen. Jetzt haben wir ein paar Minuten Zeit hier. Ja, ich wische einmal rüber und dann können wir uns schon mal auf das Finale konzentrieren. Das habe ich mal, haben wir schon mal probiert hier.
Was meinst du? Wollen wir da noch Zucker reinmachen oder reicht dir das? Ich mag es ja mal schön, wenn das nicht... Also wird ein absolut reiches. Oder finde ich auch. Schön. Ja, machst du was. Ein bisschen Säure muss ja auch entgegenspielen, ne? Wenn das irgendwie auch nochmal süß ist. So, wir haben ja das und das brauchen wir. Und das brauchen wir gleich. Das brauchen wir gleich. Das hier brauchen wir. Das können wir eigentlich auch hier hinstellen. Das brauchen wir auch noch. Das brauchen wir gleich zum Trinken. Also, ich brauche noch eins. Ich nehme das. Können wir schon mal anstoßen, oder? Einmal. So. Auf dein Wohl. Auf dein Wohl. Das ist das Wichtigste nicht vergessen hier. Ja. Jetzt hole ich mal unseren Kameraden aus dem Ofen. Guck mal. Wunderbar. Machen wir den hier nochmal an. Da hat aber jemand wunderbar das Ei aufgeschlagen, weißt du das? Das ja, also das, ist das, das muss ein Könner gewesen sein. Ja. Also, das, ach, guck mal, jetzt hat er da auch eine schöne Bräunung gekriegt. Und jetzt fetzen wir ihn auseinander. Aber der beste Herd ist immer der... Der funktioniert. Mit dem du es gewohnt bist. Mhm. Ja, der funktioniert und du bist es, wenn du es gewohnt bist. Weißt du, wenn du Induktion gewohnt bist, dann kochst du damit am liebsten. Da sind wir Mandeln drauf, in der Hand. So, schön Fetzen reißen. Schwenken wir das Ding nochmal durch. Mandeln sind drin. So, und jetzt können wir das eigentlich anrichten. Jetzt machen wir das mal ein bisschen schick hier. Hätte. Heutzutage richten Köche ja mit Pinzetten an. Ne? Aber nicht, weil die Portionen so klein sind. Ja, wenn man genau gezählt, also das ist wirklich eine gute Zange. Also das, irgendwann hat mal ein Koch angefangen auf dem Flohmarkt, also da habe ich die nämlich auch gefunden, medizinisches Werkzeug, da gab es so große Pinzetten, und hatte die dann irgendwie bei der Arbeit dabei. So. Und mittlerweile gibt es Firmen, die diese Pinzetten schon herstellen, weil das sich so durchgesetzt hat. Ja, man stochert nicht irgendwie mit einer Gabel rein, gell? Also das ist genau, ja. So, und jetzt, guck mal. Weißt du, was wirklich auch lecker ist, wenn du noch ein bisschen was von dem Bier rüber machst. So, und jetzt hier ordentlich rüber damit. Hier auch. Und das wollen wir essen. Macht man als Koch eigentlich auch gerne sauber? Sauerei macht man gerne als Koch. Aber es sieht gut aus, auf jeden Fall. So, wenn wir schon beim Reinsauen sind. So. Was haben wir da nochmal? Das sind Pistazien, ganz doof gehackte Pistazien. So, und jetzt, hier wird auch noch ein bisschen was drauf, für uns. Jetzt, das können wir mal aus der Pfanne essen, oder? Auf jeden Fall, ja. Also quasi. Ups. Und eine Gabelkiste. Da bin ich jetzt bei der feine Herr. Und jetzt würde ich sagen. Ja, was sollen wir zuerst? Erst essen und dann ein Schluck Bier drauf, oder? Um das Ganze mal ein bisschen geschmacklich zu machen. Also Bier vorne und hinten. Also genau. Wir umranden das Ganze mit dem Bier. Alles klar. Zu wohl. Aber weißt du, was wir mit dem Bockbier noch machen können? Das Bier stacheln.
Das wollten wir noch. Zum Nachtisch wunderbar. Hatten wir gerade gesagt, ne? Ja, das voll ist geil. Super, du hast gesagt, du hast einen Brenner, ne? Ich habe einen Brenner was dabei. Was brauchst du noch? Ja, ich bräuchte vielleicht ein Weinglas. Da geht es am besten. Dann hole ich ein Weinglas, du holst den Brenner. Alles klar. Guck mal, so schnell geht das. Möchtest du vielleicht schon mal ein bisschen Bockbier? Ja, weil dann. Neue Flasche. Einfüllen. Also vielleicht ungefähr bis zur Hälfte. Bis zur Hälfte, ja. Ja. Ich bin ja neugierig. Achso, du brauchst ja den Stachler, ne? Ja, genau. So? Genau. Ist das richtig mit dem Schaum? Das ist jetzt egal. Also okay. Der Schaum darf ruhig jetzt noch verschwinden. Die Zeit haben wir. Ja, ich bin ja neugierig. Das hat ja früher der Schmied gemacht, wenn das Bier zu kalt war. Hat er einfach dieses heiße Eisen aus seiner Schmiede ganz kurz eben ins Bier reingehalten und das Bier karamellisiert. Wir haben hier eine Restsüße in einem Bockbier. Ich werde es jetzt ganz kurz stacheln. Okay, aber ich habe das nicht verstanden. Mit dem Schmied, warum hat der jetzt ja sein heißes Eisen ins Bier geschmissen? Wenn das Bier einfach zu kalt war. Ich mag ja kaltes Bier. Und ich werde es jetzt gleich stacheln und du kannst dann mal direkt probieren, okay? Okay, also danach trinke ich direkt aus dem Glas? Ja, du darfst direkt trinken. Abgefahren. Das ist ja wie Bleigießen. So, bitteschön. Also kaltes Bier durch warmer Schaum und dann dein Kaiserschmarrn, göttlich. Das ist ja geil. Das ist ja ganz warm an der Oberlippe. Ja. Und dann trinkst du das kalte Bier dazu. Ja, wir brauchen mehr Erlebnis beim Biertrinken, ist einfach so. Bier ist ein tolles Getränk, Bier kann aber so viel mehr und mit so einer Küche, mit so einem Bier. Warmer Milchschaum. Das ist voll geil. Cool. Das passt tatsächlich, also ich finde, das passt ja tatsächlich total gut zusammen zu so einem Mehlspeisendessert und dann noch mit so, wo das Boxbier sogar selber drin ist. Ja, das ist, wir haben heutzutage alle Möglichkeiten in der gehobenen Gastronomie zu jeder Speise das passende Bier zu servieren. Mhm. Man muss nur manchmal genau wie in der Küche einfach Mut haben. Cool. Also, ihr Lieben, ich glaube, das war's. Wir haben noch ein bisschen was zu essen hier und noch ein bisschen Bockbier zu stacheln. Wir verabschieden uns. Vielen Dank. Haut rein.